Jetzt wollen wir die Patientin natürlich behandeln mit einer Therapie und müssen jetzt aber gemeinsam definieren, wo wir eigentlich hinwollen. Und jetzt könnte es so sein, dass die Patientin sagt, ich möchte besser atmen können. Ich möchte auch weiterhin meinen Körperpflege selbstständig machen. Ich möchte möglichst selten ins Krankenhaus. Ich möchte ohne Sauerstoff zurechtkommen. Ich möchte vor allen Dingen nicht so viele Medikamente nehmen. Sie könnte auch sagen, ich möchte die Kinder versorgen und die Wohnung und die Straße überqueren, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich mitten auf der Straße stehen bleiben muss, weil ich keine Luft bekomme. Und ich möchte gerne am sozialen Leben teilnehmen, möchte Konzerte besuchen und ich möchte schlicht und einfach leben. Und der Behandler, der möglicherweise ganz ähnliche Ziele hat, wird das möglicherweise anders formulieren. Er wird sagen, ich möchte, dass am besten ein 6-Minuten-Gehtest über 500 Meter ist. Ich möchte, dass die Hämodynamik sich verbessert. Die Hospitalisierungsrate soll reduziert werden, spiroergometrische Parameter sollen optimiert werden, kardiale Marker sollen normalisiert werden und die rechtsventrikuläre Funktion soll erhalten und verbessert werden. Und da kann man jetzt sagen, na gut, wollen die denn überhaupt das Gleiche in diesem Fall? Ja, und ja, ich habe jetzt hier mal zwei Patientinnen mitgebracht und das ist die eine Patientin und das ist die andere Patientin. Das sind beide Patienten, die eine schwere Lungenhochdruckerkrankung haben, wo aber möglicherweise auch bei diesen beiden Damen es sehr unterschiedlich ist, was die eigentlich für Lebensziele haben und wo es eigentlich hingehen soll. Und was wir, glaube ich, übereinander legen können, und das ist das, was alle sagen, wir wollen, dass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, beziehungsweise sich vielleicht sogar verbessern lässt, und wir wollen die Prognose, also die Zukunftsaussichten verbessern. Und dann muss man sehen, dann spricht man vielleicht das Ganze mit anderen Worten aus, aber die Ziele sind letztlich die gleichen und überlappen sich doch sehr stark. Und wenn man diese Voraussetzung erstmal hat, und da möchte ich mal auf das Bild hinter mir hinweisen, da sitzen zwei in einem Boot. Der eine ist derjenige, der rudern darf, muss oder soll, wie auch immer, und der andere hat das Gefühl, er wüsste eigentlich, wo es hingeht. Und das ist tatsächlich auch sowas wie eine Arzt-Patienten-Beziehung in einem Boot sitzend. Und was die beiden sicherlich erreichen wollen, ist, dass sie nach einem schönen Ausflug über den Walchensee dann auch wirklich sicher wieder ans Ufer kommen. Das heißt, man hat aber unterschiedliche Aufgaben und möglicherweise auch unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Ziele erreicht werden können. Und das könnte man sich so vorstellen, so eine typische Arzt-Patienten-Beziehung, wo der Arzt dann sagt, naja, das ist überhaupt gar kein Problem, dann nimmst du hier aus meiner großen Flasche nimmst du ganz viele Tabletten und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Und nicht zu Unrecht ist der Patient ordentlich verdutzt. Wir wissen aber auch, dass es mit den 125 Tabletten morgens, mittags und abends vielleicht dann doch nicht getan ist. Weil die Therapien für die Lungenhochdruckerkrankungen ja sehr komplex ist. Das sind nicht nur unterschiedliche Tabletten, die man in unterschiedlichen Dosierungsregimes mit Blutdruckmessung und Nebenwirkungsdokumentation einnehmen muss, sondern vielleicht auch solche Medikationen, die man inhaliert oder die mit einer Pumpe appliziert werden, die entweder subkutan, das sieht dann so aus, gegeben werden oder tatsächlich sogar implantiert werden in den Körper, vergleichbar mit einem Herzschrittmacher oder einem Defibrillator, wo diese Pumpen dann kontinuierlich Medikationen abgeben. Also das ist schon ganz schön komplex. Und Sie wissen auch, dass natürlich das auch sowas gibt wie eine Therapielast. Das ist die Last, die die Patienten ertragen müssen. Sie müssen nämlich die ganzen Tabletten schlucken, müssen Infusionen bekommen, möglicherweise Inhalation. Das kann technisch sehr aufwendig sein. Dann ist man möglicherweise mit dem Sauerstoffschlauch in der Nase, fühlt man sich stigmatisiert und hat das Gefühl, die Leute schauen. Das Ganze kann natürlich Nebenwirkungen haben und zum Schluss kriegt man möglicherweise auch immer wieder gesagt, weißt du eigentlich, wie teuer das ist, was du da an Medikamenten bekommst. Und das kommt ja noch dazu, wenn man sieht, naja, da ist auch eine Krankheitslast. Man ist ja symptomatisch, das heißt, man hat Beschwerden. Man muss sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Nicht nur in den fortgeschrittenen Semestern, sondern eben auch möglicherweise in der Jugend. Man hat Angst und man kriegt einen sozialen Druck, weil es tatsächlich so ist, dass man ja von außen nicht unbedingt sieht, dass jemand schwer erkrankt ist. Und dann gibt man vielleicht sogar als Simulant, weil die Patienten, Bekanntenkreise, Freunde, aber auch fremde Menschen
gar nicht so recht verstehen, was eigentlich los ist und was Lungenhochdruck eigentlich bedeutet. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir auch einen gewissen Druck aufbauen dadurch, dass wir natürlich immer wieder Kontrolltermine in den pH-Zentren haben. Das heißt, das ist auf der einen Seite der Balance. Aber, und das ist ja das Vorteilhafte und das Großartige, wir schaffen es doch sehr häufig und sehr regelmäßig, eine Stabilisierung oder sogar eine Verbesserung der Erkrankung zu erreichen und auch eine Symptomerleichterung. Das heißt, das balanciert dieser Therapieerfolg, balanciert die Therapielast und die Krankheitslast. Aber ich habe es schon gesagt, das ist ganz schön kompliziert und möglicherweise technisch anspruchsvoll und da braucht man Unterstützung. Aber auf diese verschiedenen Therapieformen und Medikamente werden wir später noch eingehen. Und ich habe Ihnen das schon gezeigt, so diese individualisierten Therapieziele. Das ist die ältere Dame, die ist 87 Jahre alt, hat eine Lungenhochdruckerkrankung mit einer schweren Rechtsherzbelastung, hat keine Therapie und sie hat als Leitsymptom die Kurzatmigkeit und eine Belastungseinschränkung, und zwar schon bei der Körperpflege. Und sie ist ohnmächtig geworden, aus heiterem Himmel. Sagt dann aber auch, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Und dann haben wir diese 32-jährige Patientin mit einer schweren Rechtsherzbelastung, die bereits eine Dreifachkombinationstherapie hat, die gleichen Symptome hat mit Kurzatmigkeit und Belastungseinschränkung und sagt dann auch, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Aber sie berichtet auch über einen plötzlichen Bewusstseinsverlust bei der Gartenarbeit, da hat sie sich überlastet. Und so hat sogar mal Bluthusten gehabt, als sie auf einer Transalp Motorradtour unterwegs war. Und da muss man natürlich sagen, naja, da ist es auch gar nicht so einfach sozusagen, diesen beiden Patienten klarzumachen, dass man eigentlich die gleichen Ziele verfolgen wird, mit unterschiedlichen Modalitäten. Und woran orientieren wir uns sozusagen als Behandler, wenn wir dem Patienten Vorschläge machen, dass wir Therapien eskalieren sollen, intensivieren müssen? Und zwar ist es so, dass wir das Risiko des einzelnen Patienten, der einzelnen Patienten versuchen einzuschätzen. Und dann unterscheiden wir in drei Gruppen. Hat jemand ein geringes Risiko? Hat jemand ein mittleres Risiko? Oder hat jemand sogar ein hohes Risiko? Und die Werte, die wir uns da zu Hilfe nehmen, sind zum einen der klinische Verlauf, die Belastungswerte, die Herzbildgebung, unterschiedliche Blutwerte im Labor und die Hämodynamik, also das, was wir im Rechtsherzkatheter messen können. Und manchmal, und es hat tatsächlich mal ein Patient zu mir gesagt, als er zur Nachsorge sozusagen kam, naja, Herr Doktor, dann legen Sie mir doch mal wieder die Karten, damit wir gemeinsam in die Zukunft schauen können. Und so ein bisschen den Aspekt scheint es ja auch zu gewinnen. Denn der Karl Valentin hat schon gesagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und das kann sich natürlich keiner auf die Fahnen schreiben, dass man in die Zukunft schauen kann, erfreulicherweise. Aber wir versuchen natürlich so ein bisschen zu wissen, in welche Richtung es geht und wie häufig jemand möglicherweise ins Krankenhaus muss, wenn wir verschiedene Warnsignale einfach nicht beachten. Und dann sprechen wir tatsächlich mal von diesen Tarotkarten. Also geht es mal um diesen klinischen Verlauf. Und die typische Frage, die man Ihnen vermutlich bei jeder Visite stellen wird, ist, wie ist es Ihnen seit der letzten Visite ergangen? Und da ist es relativ einfach. Da muss man nämlich einfach nur sagen, es ist besser, es ist gleich oder es ist schlechter. Und viele Patienten sagen, naja, es ist ja nicht jeder Tag wie der andere. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was einkalkuliert ist. Man versucht dann so einen mittleren Tag sozusagen zu vergleichen mit dem mittleren Tag bei der letzten Visite. Also kein besonders guter Tag, kein besonders schlechter Tag, aber so ein Durchschnittstag. Und dann wird man gefragt, wie ist denn die Kurzatmigkeit? Was können Sie denn jetzt, was Sie beim letzten Mal nicht konnten, wenn Sie sagen, es ist besser geworden? Oder man fragt nach dem Gewichtsverlauf. Haben Sie Wassereinlagerungen in den Beinen gehabt? Oder hatten Sie eine Synkope gehabt? Das sind plötzliche Bewusstseinsverluste, insbesondere unter Belastung. Und gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten? Sind Sie zum Beispiel gegen Corona geimpft oder haben Sie eine Zahnbehandlung gehabt oder ganz unterschiedliche Dinge,
die hier unter dieser Rubrik feine Besonderheiten. Und dann wird man eine orientierende körperliche Untersuchung machen. Das wird nicht so sein, dass man das komplett vom Kopf bis Fuß macht bei jeder Visite. Das ist auch gar nicht notwendig, aber es wird dazugehören, dass man den Blutdruck misst, dass man den Puls misst, dass man schaut, ob Sauerstoff, Beinödeme, ob Wassereinlagerungen vorhanden sind und wie die Sauerstoffsättigung ist, wenn man nicht gleich auch am Ohrläppchen die Blutgase analysiert. Und das ist das, was wir dann immer machen, dass wir sozusagen einmal da an das Schienbein fest hindrücken. Das kann auch wirklich unangenehm sein, sogar wehtun. Und was man damit untersuchen möchte, und das ist auch etwas, was man zu Hause selbst machen kann oder bei den Angehörigen machen kann, wenn sie an Lungenhochdruck erkrankt sind, das ist, wenn man da so drauf drückt und dann sieht, ob eine Delle verbleibt. Und wenn eine solche Delle verbleibt, dann spricht es dafür, dass tatsächlich zu viel Wasser im Körper ist, dass das rechte Herz überlastet ist und dann sammelt sich dieses Wasser an. Und das ist typischerweise dann, wenn weniger Wasser ausgeschieden wird, als aufgenommen wird. Und das ist auch dann, wenn man sich auch möglicherweise am Vortag überlastet hat. Diese Wassereinlagerungen kommen nicht 5 Minuten nach der Überlastung, sondern sie kommen dann erst in den nächsten Tagen. Und dann ist es ja auch so, dass die Patienten dann manchmal sagen, oh, ich habe gemerkt, ich habe mich bei der Gartenarbeit tatsächlich überlastet. Aber das ist etwas neben dem Gewichtsverlauf, was man zu Hause immer machen kann. Also täglich das Gewicht messen, möglichst um die gleiche Uhrzeit oder zumindest Tageszeit und dann schauen, ob sich dann am Unterschenkel solche Dellen abbilden. Es ist auch nicht Entwarnung, wenn man sagt, naja gut, die habe ich ja nur am Abend oder ab mittags und morgens sind die wieder weg. Das ist tatsächlich etwas, wenn die Beine natürlich oben liegen über die Nacht, dann werden auch diese Ödeme weniger werden. Und das ist ein Punkt. Und dann schauen wir natürlich, wie bei dieser Patientin zum Beispiel, ob diese Nadeln, die hier eingestochen sind, ob es da Entzündungen gibt. Und Sie sehen hier diese Rötung, die bei dieser Applikationsform zu erwarten ist und sozusagen normal oder im erwartbaren Bereich ist. Aber ob sich das gelöst hat, ob da Eiter ist und so weiter, das wird sicherlich auch überprüft werden. Das ist die körperliche Untersuchung. Und wir werden dann versuchen, gemeinsam einzuschätzen, wie die körperliche Belastung ist. Und Sie sehen hier, dass es immer Rot, Gelb und Grün gibt. Und diese Belastbarkeit kann man festmachen an der sogenannten Funktionsklasse. Vielleicht haben Sie auch den Begriff der Nyhar-Klasse schon mal gehört. Und das Wichtige ist, 1 ist die beste Klasse und 4 ist die schlechteste Schulnote, die man sozusagen erreichen kann. Und diese 4 bedeutet eigentlich, ich kann keinerlei Tätigkeit unternehmen, ohne dass ich außer Atem gerate oder ich habe sogar die Atemnot in Ruhe. Und die 1 ist so, dass man sagt, ich kann mich sehr ordentlich belasten, merke dann aber schon, dass ich kurzatmig werde. Und 2 und 3 sind eben zwischendrin und das ist manchmal auch gar nicht so leicht, das dann festzulegen, wer jetzt eine 2 ist und wer eine 3 ist. 6-Minuten-G-Test ist ein sogenannter submaximaler Belastungstest. Und zwar meint man damit, dass man versucht, eine Alltagsbelastung nachzustellen. Eine Alltagsbelastung, in der man sagt, gut, ich versuche jetzt normalen Schrittes zum Bus zu kommen oder zur S-Bahn zu kommen. Nicht zu hetzen, nicht verausgaben, nicht rennen, aber das ist die submaximale Belastung. Und dann gibt es diese Fahrraduntersuchung, bei der man auch eine Maske auf Mund und Nase hat, die sogenannte Spiroergometrie oder Ergospirometrie, je nachdem, wie man möchte. Und das ist tatsächlich ein maximaler Belastungstest. Das sind tatsächlich die Untersuchungen, wo wir sagen, wir möchten jetzt, dass Sie so stramm radeln, dass Sie tatsächlich merken, dass Sie limitiert sind, also tatsächlich an die Grenzen gehen. Und anhand der Werte, die dann erreicht werden, können wir dann einschätzen, ist jemand eher in dem grünen Bereich oder ist jemand eher in dem roten oder im gelben Bereich. Dieser 6-Minuten-G-Test ist ein Studienendpunkt. Das heißt, in den Studien, die Sie sozusagen einnehmen, wurde dieser Endpunkt untersucht und man konnte dann sehen, dass unter den Therapien sich die G-Strecke sozusagen als Marker der körperlichen Belastungsfähigkeit verbessert hat. Und deswegen ist das ein gutes Korrelat für die Belastungsfähigkeit und die Symptome von Patienten mit Lungenhochdruck. Und außerdem besitzt er eine Prognoserelevanz. Das heißt, je weiter man läuft,
Und wenn man bestimmte Grenzen überschreitet, dann ist es tatsächlich auch wichtig für die Prognose und für die Zukunftsaussichten. Warum ich dieses Bild hier habe, ist, dass tatsächlich eine Patientin habe, die vor den Kontrolluntersuchungen bei uns tatsächlich den 6-Minuten-Gehtest schon mal selbst gemessen hat, weil sie wusste, wie viel Abstand zwischen diesen Pfosten ist. Und dann konnte sie immer einschätzen, wie viel sie tatsächlich in 6 Minuten geschafft hat. Und damit sie dann bei der nächsten Vorstellung sie selber nicht enttäuschte, und eigentlich hat sie gesagt, sie macht es für mich, damit ich mich freue, dass sie einen besseren 6-Minuten-Gehtest hat. Das muss man natürlich nicht so machen. Der gute Aspekt hier ist, dass es natürlich so etwas wie ein körperliches Training ist. Viel komplexer als eine solche Strecke zu bestimmen, sind natürlich dann diese unterschiedlichen Felder, wie die Ergebnisse dann aussehen in einer Spiroergometrie. Man sitzt also auf dem Fahrrad und geht dann tatsächlich ans Limit. Und was man da sehen kann, ist, dass man unterschiedliche Ursachen für die Kurzatmigkeit differenzieren kann. Das heißt, in den Phasen, in denen man noch gar nicht genau weiß, dass jemand einen Lungenhochdruck hat, kann man abklären, warum jemand kurzatmig ist. Auch das, diese Belastung korreliert mit der Alltagsbelastungsfähigkeit und dem, was die Patienten an Beschwerden angeben. Und auch der ist wieder prognoserelevant. Aber Sie können sich vorstellen, dass es natürlich sehr aufwendig ist, diese Untersuchung regelmäßig durchzuführen. Kommen wir zur nächsten Tarotkarte. Das ist die Bildgebung und das EKG. Im EKG sieht man, ob das Herz regelmäßig schlägt. Und man kann sehen, ob es bestimmte Veränderungen im Verlauf der Erkrankung gibt. Insbesondere die Herzrhythmusstörungen sind etwas, was uns sehr interessiert, weil wenn die auftreten, sind sie zum einen möglicherweise behandelbar und zum zweiten, wenn sie sich denn ganz schlecht behandeln lassen, tatsächlich auch gar nicht ungefährlich für manche Patienten mit Lungenhochdruck. Was wir dann auch machen, ist ein Herzultraschall. Das nennt sich Echokardiographie im Fachjargon. Und was man dort macht, ist, dass man die unterschiedlichen Herzkammern untersucht und dann nach Größe und Pumpfunktion des rechten Herzens unterscheidet. Dann gibt es auch sowas wie Kernspinnen, insbesondere des Herzens, aber das ist momentan noch keine Routine und gar nicht so weit verbreitet und bedeutet auch eine ganze Menge Beanspruchung sozusagen für die Patienten, weil man doch eine ganze Zeit auf dem Rücken liegen muss. Das EKG ist natürlich gut standardisiert, kann gut auch beim Hausarzt gemacht werden. Man findet doch diese Herzrhythmusstörungen mit großer Zuverlässigkeit heraus. Manchmal ist auch notwendig, dass man 24 Stunden EKG macht. Also das ist, sage ich mal, so ein Routineverfahren, was viele können und gut beurteilen können. Und in der Herzultraschalluntersuchung, in der Echokardiographie, ist es so, dass wir dann versuchen zu beurteilen, wie das Herz schlägt, wie stark es ist, wie kräftig es schlägt, wie groß diese Herzhöhlen sind, wie groß diese Herzscheidewand ist und wie dick die ist. Und das sind diese Dinge, die wir versuchen, mit dem Herzultraschall darzustellen. Kommen wir zum Labor. Da gibt es unterschiedliche Parameter. Und das eine sind zum Beispiel die Blutgasanalysen. Und das sind die Parameter, die wir am Ohrläppchen messen. Und da kann man sehen, wie gut die Lunge funktioniert bezüglich ihres Gasaustausches. Das heißt, wie gut wird Sauerstoff aufgenommen und wie schlecht oder wie gut wird CO2 abgegeben. Und dann gibt es natürlich auch noch die klassische Blutabnahme in der Ellenbeuge zum Beispiel, über die wir verschiedene Parameter, also Werte und Marker der Herzbelastung messen können. Das sind diese beiden Geschwister, das ist das BNP und das NT-proBNP. Und über diese Blutabnahme werden natürlich dann auch Nierenfunktionen bestimmt, eine Lebereinschränkung, also Funktionsfähigkeit der Leber wird eingeschätzt. Dann kann man sehen, ob jemand eine Blutarmut hat und einen Eisenmangel. Und dann gibt es auch natürlich Elektrolytwerte und so weiter, die man versucht noch zu bestimmen und dann eben in dieses Puzzle, was wir aufbauen wollen, um eben zu sehen, in welche Richtung es geht, einschätzen zu können. Ein wesentlicher Wert sind tatsächlich diese Blutgase auch. Und hier ist es tatsächlich so, dass dieser Gasaustausch beziehungsweise wie stark jemand atmen muss, unter Belastung, aber auch ohne Belastung, das ist tatsächlich ein guter Parameter für die klinische Stabilität
dieser Patienten. Das heißt, wir können mit diesen Werten schon eine ganze Menge sehen, gehört ein Patient eher zu dieser Gruppe an Patienten oder zu dieser Gruppe. Kommen wir noch zum Rechtsherzkatheter. Das ist der Katheter, der wahrscheinlich in vielen Zentren über den Hals gemacht wird, über die Halsvene, in anderen Zentren aber auch über die Leiste oder die Armbeuge. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorlieben. Wichtig ist, es ist natürlich eine invasive Untersuchung und alle Parameter, die ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, sind nicht invasiv. Das heißt, man muss eben nicht mit einem Katheter durchs Herz durch. Und das ist natürlich alles viel angenehmer, als wenn tatsächlich ein Rechtsherzkatheter durchgeführt werden muss. Andererseits ist das die beste Methode, um die Herzleistung zu messen und den pulmonalen Gefäßwiderstand und die Druckverhältnisse. Und manchmal kann es dann eben schon notwendig sein, insbesondere dann, wenn Unklarheiten auf das Therapieansprechen bestehen, ob dann tatsächlich diese Werte im Herzkatheter sich verbessert haben oder ob das nicht der Fall ist. Was klar ist, ist, dass wir diesen Rechtsherzkatheter zur Diagnosestellung, sozusagen zur Erstdiagnose unbedingt brauchen, weil es dann manche Patienten gibt, die im sogenannten Gefäßreagibilitätstest untersucht werden können, ob möglicherweise eine besondere Therapie ganz besonders gut anspricht. Diesen Katheter, und das habe ich schon gesagt, können wir machen entweder über diese Halsvene oder über eine der Armvenen in der Ellenbeuge oder in der Leistenvene können wir das machen. Und die Wege des Katheters sind eben, letztendlich enden sie alle sozusagen in Rom. Aber die Wege sind natürlich unterschiedlich und manchmal ist es auch schwierig, über die Leiste einen Katheter zu positionieren. Das hat aber im ganz Wesentlichen damit zu tun, wie geübt man ist, verschiedene Katheterverfahren durchzusetzen. Und es gibt da keine bessere oder schlechtere Methode. Aber das sind eben die unterschiedlichen Zugangswege, dass man eben dann diesen Katheter über die Herzhöhlen bis in die Lungenadern fortschieben kann. Und was wir dann eben messen, sind die Druckverhältnisse in den Lungenadern. Und Sie denken bitte nochmal dran an eine der ersten Folien, wo wir gesagt haben, naja, den Blutdruck am Arm zu messen, das ist relativ einfach. Aber den Druck in den Lungenadern zu messen, das ist eben nicht ganz so einfach. Und da braucht es, um wirklich direkt vor Ort es zu messen, eben den Rechtsherzkatheter. Wir können aber auch die Herzleistung messen, und zwar über eine direkte und eine indirekte Methode. Und das, was da herauskommt, ist das sogenannte Herzzeitvolumen, was wir in Liter pro Minute messen, von dem Sie wissen so möglicherweise, dass das ungefähr bei 5 Litern liegen sollte, selbstverständlich abhängig davon, wie groß und wie schwer jemand. Und dann ist die Frage, ja, müssen wir das denn alles jedes Mal machen? Und da ist es so, dass das, was wenig invasiv ist, ja, und das sind alle Untersuchungen bis auf den Rechtsherzkatheter, das können wir natürlich häufiger machen, ohne dem Patienten auch zu schaden, weil eben keine Röntgenstrahlen gebraucht werden, weil das, was am meisten wehtut, eben diese Punktion in der Vene ist oder die am Ohrläppchen. Und das würden wahrscheinlich die meisten von Ihnen mir zustimmen. Das ist dann doch verkraftbar, insbesondere wenn man es vielleicht alle 3 Monate oder vielleicht sogar nur alle 6 Monate tatsächlich machen muss. Den Rechtsherzkatheter, den machen wir deutlich seltener und auch nicht im gleichen Setting. Das sind ja dann doch Situationen, in denen man möglicherweise auch dann stationär behandelt werden muss und beobachtet werden muss. Aber ansonsten gilt für die anderen Parameter alle 3 bis 6 Monate. Sicherlich kann man es durchaus so machen, dass man bei der körperlichen Belastungseinschätzung nicht 6 Minuten Gehtest und Spiroergometrie jedes Mal macht, sondern vielleicht alternierend macht. Und dann ist das allerdings auch in einem guten Zeitfenster machbar. Kommen wir jetzt zu einer Patientin, 20 Jahre alt mit idiopathischer Lungenhochdruckerkrankung. Und da haben wir gesagt, wow, das ist natürlich etwas, da liegt die Latte ziemlich hoch. Ja? Und wir wollen natürlich möglichst so weit kommen, dass die Patientin kaum Beschwerden hat und auch, was die Zukunftsaussicht angeht, möglichst gute Chancen hat,
tatsächlich auch ihre Ausbildung zu beenden und auch berufstätig zu werden. Und die hat bei der Erstdiagnose dann eine Medikation bekommen und hat dann gesagt, wow, es geht mir deutlich besser, aber ich bin bei weitem noch schlechter als meine Alterskameradin, was die Kurzatmigkeit und die Belastungsfähigkeit angeht. Und wir haben dann immer weiter therapiert und mit der Kombinationstherapie und immer weiter Eskalation dieser Therapien ist es dann tatsächlich gelungen, die Patientin so weit zu bekommen, dass sie heute sagt, mit den Beschwerden, die ich jetzt spüre, wäre ich wahrscheinlich nie zum Arzt gegangen. Und die Patientin hat weiterhin eine Lungenhochdruckerkrankung. Also das sind schon ganz gute Erfolge und ich kann Ihnen sagen, wir sitzen auch weiterhin im gleichen Boot und das ist auch das, was natürlich für uns alle dann auch eine gute Befriedigung mitbringt, wenn Patientinnen und Patienten und Behandler nicht nur die gleiche Sprache sprechen oder eine zumindest beiden verständliche Sprache sprechen und wir dann auch gemeinsam Therapieziele erreichen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie später Fragen für mich haben. Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich gleich nahtlos überleiten zur Frau Milka Reidinger und freue mich auf Ihren Vortrag. So, ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Jetzt funktioniert es natürlich irgendwie gerade nicht. Vielleicht gibt es ja schon Fragen, die ich in der Zeit ja schon beantworten kann. Machen wir einfach so. Bis das Technische geklärt ist, kann ich schon mal die ersten Fragen mal so ein bisschen verlesen. Gibt es zur Kombi Opsumit und Tadalafil noch andere Möglichkeiten für Tadalafil? Es gibt, also wahrscheinlich wird Frau Dr. Mirke Kneilinger da gleich drauf eingehen. Mhm. Ich habe aber auch noch eine Frage gesehen, wenn ich da mit dem 6-Minuten-G-Test, soll man den jetzt schnell gehen oder soll man den langsam gehen? Wenn Sie einverstanden sind, Herr Kuller, würde ich dazu gerne was sagen. Ja, okay, kein Thema. Es wird jeder aufgeführt oder gebeten, das Tempo selbst zu wählen. Der Auftrag ist nicht so schnell wie möglich, sondern der Auftrag ist, so weit wie möglich zu gehen in einer bestimmten Zeit. Ob man dann, sage ich mal, schnell angeht und dann aber schnell aus der Puste kommt oder ob man möglicherweise eher langsamer angeht, das ist, glaube ich, auch sowas, was man alles so als Erfahrungswert bezeichnen würde, dass man sagt, es gibt solche wo man sagt, okay, da braucht man einfach mal 2-3 Gentests und dann weiß man schon, wie schnell man losgehen kann. Aber, sage ich mal, in der Regel ist es so, dass wenn man schnell losgeht, dass man auch schnell müde wird. Aber das ist jetzt, sage ich mal, meine Erfahrung. Das Ziel sollte sein, auch wenn man Pausen machen darf, sollte das Ziel schon sein, in einem durchzugehen. Und dann gebe ich auch gerne auf die andere Frage ein, ob es andere Kombinationstherapien gibt. Ich glaube, Herr Kuller, es war gefragt nach Macitentan und Sildenafil, ist das richtig? Ja, ja. Also Opsumit und Tadalafil. Genau. Also das eine ist Opsumit, das ist der Handelsname und das Macitentan ist der Wirkstoff. Okay. Und das ist etwas, nur damit wir vom Gleichen sprechen. Mhm. Ne? Und die gehören in unterschiedliche Wirkgruppen. Das Macitentan, Handelsname Opsumit, das Amglicentan, das Volibris beispielsweise oder das gute alte Bosentan, möchte ich mal sagen, das ursprünglich Tracleer hieß. Mittlerweile sind ja auch zwei dieser Präparate generisch verfügbar. Und dann gibt es diese andere Wirkstoffgruppe, das sind die sogenannten PDE5-Inhibitoren. Und dazu gehört das Sildenafil und das Tadalafil. Und diese beiden Vertreter werden in der Regel kombiniert mit Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, also mit einem von diesen Sentanen. Und das ist also, wie gesagt, Sildenafil und Tadalafil und dann eins von Amglicentan, Bosentan oder Macitentan. Und dann gibt es aber selbstverständlich auch andere Wirkstoffkombinationen, die man sich vorstellen kann. Und die sind zum Beispiel mit einem Prostanoid. Das sind die Substanzen, die man entweder inhalieren kann, die man in Pumpenform verabreicht bekommt
oder die es auch in ähnliche Wirkweise als Tablette gibt. Da aktivieren sie einen sogenannten Rezeptor, der in der Lungenstrombahn aktiviert werden muss, damit die Gefäße sich weiterstellen. Auch diese Substanzen kann man selbstverständlich kombinieren mit den anderen beiden. Jetzt ist eine E-Mail gekommen, Katrin. So, seht ihr schon was? Ja, perfekt. Ja, dann mache ich es jetzt noch groß. Passt das so? Das passt perfekt, ja. Vielen Dank. Jetzt musst du wahrscheinlich für mich weiterklicken, weil ich das wahrscheinlich dann nicht kann. Aber es passt schon, ja. Also wir haben ja gerade schon ganz viel gehört darüber, was die Ziele sind. Das ist hier jetzt so eine ganz technische Darstellung davon, die irgendwie furchtbar aussieht. Aber das haben Sie alles gerade eben gehört, was diese Ziele sind. Das kann natürlich tatsächlich, wie wir gehört haben, auch unterschiedlich sein, was die Ziele des Patienten sind und was der Arzt zunächst mal als Ziele ansieht. Ich habe mich jetzt natürlich hier auf die Ziele sozusagen fokussiert, die uns die Leitlinien vorgeben anhand dieser verschiedenen Risikoparameter. Ja, das hört sich auch erstmal ganz furchtbar an, aber am Ende haben eben tatsächlich diese Risikoparameter auch den Hintergrund, dass wenn der Patient sich in einem hohen Risikobereich, also im roten Bereich befindet, dass dann tatsächlich auch das Risiko für den Patienten zu versterben erhöht ist. Genau, über die verschiedenen Parameter haben wir, glaube ich, genug gehört. Der Herzkatheter, das Labor, der Herzultraschall, die Belastbarkeit. Ich denke, das ist eben dieser Faktor, wo die Ziele und die, sage ich jetzt mal, Leitlinienvorgaben sich sehr stark überschneiden und auch die Klinik. Und unser Ziel ist es eben immer, dass wir hier mit möglichst allen Parametern in diesen grünen Bereich kommen, weil wir einfach wissen, dass dann wirklich der Patient nicht nur am besten belastbar ist und auch die beste Lebensqualität dann am Ende hat, sondern wirklich auch das beste Langzeitergebnis. Dann weiter bitte. Genau, bevor wir anfangen mit den hochtrabenden, sage ich jetzt mal, medikamentösen Therapieoptionen, die gerade in den Fragen schon so ein bisschen angeklungen sind, gibt es erstmal allgemeine Maßnahmen, die wir bei der pulmonalen Hypertonie einhalten sollten und mit denen wir eben den Patienten schützen oder ihm auch den Therapiezielen näher bringen können. Das ist hier auch aus den Leitlinien eine Empfehlung, die immer noch gestellt wird, ist, dass Patientinnen mit Lungenhochdruck eine Schwangerschaft vermeiden sollten. Warum ist das so? Weil tatsächlich eine Schwangerschaft mit einer erhöhten hämodynamischen Belastung für den Körper einhergeht. Das ist das eine. Das heißt, das Herz wird belastet. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, nicht nur bei Patientinnen mit Lungenhochdruck, sondern auch bei gesunden Schwangeren. Aber die Reserven bei den Patientinnen mit Lungenhochdruck sind eben geringer. Und dazu kommt noch, dass tatsächlich hormonelle Faktoren dazu führen können, dass die Erkrankung in den Gefäßen zunehmen kann. Wie streng man diese Empfehlung sieht, man ist natürlich am Ende immer auch eine individuelle Entscheidung. Aber wichtig ist, dass Patientinnen darum wissen, dass es mit einem stark erhöhten Risiko einhergehen kann, schwanger zu werden. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie der Status der Erkrankung individuell ist. Die Impfungen sind ganz wichtig, aber ich glaube, da brauche ich heutzutage in Corona-Zeiten auch gar nicht mehr viel zu sagen. Hier ist empfohlen die Grippeimpfung und die Pneumokokkenimpfung, weil wir wissen, dass vor allen Dingen bei einer Grippeinfektion es auch zu einer Verschlechterung des Lungenhochdrucks kommen kann. Hier kann man jetzt bestimmt auch noch die Corona-Impfung bald hinzufügen, als auch eine von den Impfungen, die sicherlich empfohlen sind. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite weitergehen, dann die Sauerstoffgabe bei Flügen und bei Höhenaufenthalten. Es ist ja so, dass mit der Höhe der Sauerstoffgehalt der Luft abnimmt, sodass der Sauerstoffgehalt im Blut bei jedem, auch beim Gesunden,
ebenfalls abnimmt und man mehr atmen muss, um dafür zu kompensieren. Jetzt ist es aber so, dass ein erniedrigter Sauerstoffgehalt im Blut dazu führt, dass die Lungengefäße sich zusammenziehen. Und das ist was, was wir beim Lungenhochdruck vermeiden wollen. Deshalb wird empfohlen, dass Patienten und Patientinnen Sauerstoff anwenden, wenn sie in die Höhe gehen. Und ein weiterer Faktor, der ja unter dem Aspekt Prophylaxe zu sehen ist, ist, wenn eine Operation notwendig ist, dann sollte diese nach Möglichkeit in einem regionalen, also einem lokalen Anästhesieverfahren durchgeführt werden und nicht in einer Vollnarkose, weil auch eine Vollnarkose mit einem erhöhten Druck durch die Beatmung im Thorax einhergeht und deshalb für Patienten ein etwas erhöhtes Risiko darstellen kann. Nicht alle Operationen gehen in Regionalanästhesien, aber sehr viele. Zwei Faktoren, die mir sehr wichtig sind, die ich hier ansprechen möchte, ist einmal die psychologische Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Lungenhochdruck. Wir wissen, dass eben häufig durch die Erkrankung auch Angststörungen, möglicherweise sogar Depressionen vorliegen können, um die man sich kümmern sollte. Und das zweite ist das überwachte körperliche Training. Das heißt, das kann tatsächlich zu einer Verbesserung führen in diesen Risikoparametern, wenn man ein moderates, überwachtes körperliches Training durchführt. Und hier vielleicht der nächste. Und diese beiden Aspekte sind, nächste Folie, sind zum Beispiel auch was, was man sehr gut in einer Rehabilitation angehen kann. Also sowohl das Training, das körperliche Training, als auch die Nicht-Trainingsaspekte. Und das ist was, was wir allen unseren Patienten mit Lungenhochdruck empfehlen, wo man dann wirklich auch Zeit hat zu lernen, wie soll ich trainieren, wie weit darf ich gehen. Und wir wissen eben aus schönen Arbeiten aus Heidelberg, dass eben nicht nur die Belastung sich bessert, das ist ja das, was der Patient spürt, wenn er trainiert und da besser wird, sondern dass das tatsächlich auch positive Effekte auf die Hämodynamik hat, also auf das, was wir dann im Rechtsherzkatheter messen können. Aber bitte, bitte das Training immer nur unter Anleitung, so wie man es gelernt hat und natürlich nur unter einer guten hämodynamischen Einstellung durch Medikamente. Ohne Medikamente sollte man das Training nicht machen. Genau, ich hatte schon kurz gesagt, hier in der Reha können wir noch viele weitere Faktoren angehen, die wichtig sein können. Nicht nur psychologische Unterstützung, aber zum Beispiel auch Ernährungsberatung, Education über die Erkrankung. Was darf ich, was kann ich und wie kann ich am besten damit leben? Dann zum nächsten. Der nächste Punkt, das ist auch noch was relativ Allgemeines, das ist die supportive Therapie, das heißt die unterstützende Therapie. Hier ist mir ein Aspekt sehr wichtig, der jetzt auch schon so ein bisschen angeklungen ist und das betrifft den Wasserhaushalt. Und eines von diesen unterstützenden Therapien, das ist die Therapie mit Wassertabletten, also Diuretika. Und dazu gehört eben unter Umständen auch die Einhaltung einer Trinkmengenbeschränkung. Das ist, glaube ich, nicht so einfach manchmal und deshalb auch nicht immer so beliebt bei den Patienten, ist aber wirklich ganz wichtig. Denn wenn das Herz mit zu viel Wasser kämpfen muss, dann wird es mehr belastet und das ist tatsächlich auch was, was eben zu einer Verschlechterung führen kann, wenn man das eben längerfristig nicht einhält. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Diuretikatherapie durchgeführt wird. Eine Langzeitsauerstofftherapie sollte beim Lungenhochdruck durchgeführt werden, wenn ein Sauerstoffmangel in diesen Blutgasen festgestellt wurde. Der Grund ist ähnlich wie das, was ich eben schon erklärt habe, nämlich dass ein zu niedriger Sauerstoffgehalt durch eine Verengung der Gefäße, das ist ein Reflex, der also natürlicherweise auftritt, noch verstärkt werden kann. Antikoagulation, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Eisenmangel, das hat der Professor Leuchte gerade Ihnen schon erwähnt. Was man hier noch erwähnen kann, ist, wenn Rhythmusstörungen vom Herzen vorliegen, dass man die auch tatsächlich behandeln sollte. Dann kommen wir zum nächsten.
Genau, jetzt habe ich lange überlegt, ob ich Ihnen diesen sehr technischen Algorithmus, ja, wie der uns vorgegeben ist, zeigen soll und habe aber dann doch gedacht, ich glaube, Sie wollen ja verstehen sozusagen, wie die Ärzte denken und warum Ihnen das ein oder andere empfehlen wird. Bitte jetzt nicht hier erschrecken, aber wir gehen das einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben natürlich einen Patienten, bei dem wir den Lungenhochdruck bestätigt haben. Und das Erste, was wir wissen müssen, schon ganz am Anfang, ist, ob denn so eine Vasoreagibilität vorliegt. Das heißt, ob der Patient eine besondere Form des Lungenhochdrucks hat, nämlich dass er anspricht auf eine sogenannte inhalative Stickstoffmonoxidtherapie. Machen wir mal weiter. Ach so, allgemeine supportive Maßnahmen. Genau, das wird nur bei Patienten mit bestimmten PAH-Formen gemacht, weil wir wissen, dass es nur bei denen überhaupt vorkommt. Das ist so, dass der Patient während dem Herzkatheter so eine Inhalation macht, eben mit Stickstoffmonoxid. Und hier sehen wir dann ganz akut, ob sich die Gefäße stark weiten und es praktisch zu einer Normalisierung der Hämodynamik, also des Drucks und auch des Herzauswurf, der Herzauswurfleistung kommt. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir für den Patienten eine sehr, sehr gute und vor allen Dingen auch sehr, sehr einfache Therapie. Und das ist die einfache Therapie, also mit nur einem Medikament mit den sogenannten Calcium-Antagonisten, zum Beispiel Amlodipin. Das sind eben ganz einfache Medikamente, die auch in der Blutdrucktherapie, in der normalen arteriellen Hypertonie eingesetzt werden. Nur wir setzen die hier dann schon in deutlich höheren Dosen an. Was wichtig ist, dieser Test, den man im Katheter in der Regel nur beim allerersten Mal macht, ist nur ein gewisser Vorhersageparameter. Man muss dann hinterher auch noch überprüfen, ob wirklich der Patient dann unter dieser ganz einfachen Therapie praktisch einen normalisierten Druck aufweist. Leider ist es so, dann gehen wir zum nächsten, dass das nur die allerwenigsten Patienten eben diese Vasoreaktivität haben und wir dann eben weitergehen, dass die meisten Patienten nicht vasoreaktiv sind. Und wenn das so ist, dann müssen wir als allererstes eben diese Risikoermittlung machen, also uns diese ganzen Parameter anschauen und gucken, wo steht denn unser Patient? Ist die Ampel gelb, grün oder sogar rot? Und danach entscheiden wir, wie intensiv die Behandlung sein muss. Und für die meisten Patienten wird es so sein, dass sie am Anfang bei der Diagnosestellung im mittleren Risikobereich, also im gelben Bereich sind. Gibt auch welche, die in grün sind, gibt leider immer mal auch welche, die in rot sind. Aber für die allermeisten, und das sind die, die in grün oder in gelb sind, ist es so, dass eine, wie wir sagen, initiale orale Kombination empfohlen wird. Das heißt, dass wir zwei Medikamente gleich von Anfang an in der Kombination einsetzen. Nächste Folie. Naja, einfach weiterklicken, genau. Welche Medikamente haben wir zur Behandlung des Lungenhochdrucks? Da gibt es drei sogenannte Medikamentenklassen und man kann jeweils ein Medikament aus einer Klasse mit Medikamenten aus den anderen Klassen kombinieren. Zwei Medikamente aus einer Klasse zu kombinieren, das macht keinen Sinn. Auf der einen Seite die sogenannten Endothelin-Rezeptor-Antagonisten. Das ist das alte Bosentan oder Tracleer, was vielleicht manche noch kennen, was heute nur noch selten eingesetzt wird, weil es doch relativ viele Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten machen kann. Ambrisentan oder Volibris und das Macitentan Opsumit. Diese Medikamente führen dazu, dass die Lungengefäße sich weiten und auch diese Vermehrung von Zellen, die in den Gefäßwänden stattfindet, dass die abnimmt. Der zweite Signalweg ist der sogenannte Stickstoffmonoxid-Signalweg. Hier gibt es zum einen die sogenannten PDE5-Inhibitoren, Sildenafil, das Revatio oder Tadalafil, Acirca sind, glaube ich, sehr bekannt. Und ein dritter Vertreter in diesem Signalweg ist das Riociguat oder Adempas, was nochmal ein bisschen anderen Wirkmechanismus hat. Aber das muss Sie nicht interessieren. Der dritte Signalweg, den wir adressieren können und der eben auch für die Krankheitsentwicklung des Lungenhochdrucks sehr wichtig ist, ist der Prostacyclin-Signalweg. Und hier haben wir lange Zeit immer nur Medikamente gehabt, die man nicht als Tabletten geben kann,
Das heißt, die eine relativ aufwendige Therapie entweder intravenös oder subkutan oder inhalativ appliziert werden mussten. Seit ein paar Jahren gibt es ja auch einen Vertreter in Deutschland zur Verfügung, den man als Tabletten schlucken kann. Und wie fangen wir jetzt an mit der Therapie? Ich hatte gerade schon gesagt, es sollten immer von Anfang an zwei Medikamente kombiniert werden. Da machen wir den nächsten Slide, glaube ich, schon. Genau, und in der Regel, weil es dafür die besten Daten gibt und weil das auch Medikamente sind, die sehr, sehr gut verträglich sind, fängt man in den allermeisten Fällen an mit einem Medikament aus dieser PDE5-Inhibitor-Gruppe, also Sildenafil und Tadalafil, oder plus einen Endothelin-Rezeptor-Antagonist Ambrisentan und Macitentan. Was erreicht man jetzt mit dieser Therapie und warum macht man gleich zwei Therapien gleichzeitig? Wir wissen eben aus Studien und aber auch inzwischen aus unserer eigenen Erfahrung, dass wenn man gleich zwei Medikamente gibt, man es zum einen besser schafft, dass die Patienten in Grün kommen, wenn sie es noch nicht vorher waren, und aber auch, dass sie viel länger stabil bleiben und viel länger da auf diesem hohen Niveau bleiben, wo sie waren und sich ganz lange nicht verschlechtern, als wenn man nur ein Medikament gibt und dann sozusagen guckt und wartet und erst später das zweite Medikament dazu gibt. Und ich glaube, das ist ein Therapieprinzip, was einfach sehr viel Sinn macht und wie, was inzwischen wirklich der Standard ist. Es gibt natürlich in seltenen Fällen immer noch mal den Fall, dass man auch nur ein Medikament gibt, wenn der Patient zum Beispiel andere Erkrankungen noch hat, die irgendwie dagegen sprechen, gleich mit zwei Medikamenten anzufangen, weil man erstmal gucken muss, wie er das verträgt. Aber wie gesagt, der Standard ist mittlerweile, ich würde sagen, hit hard and early, also gleich die Krankheit stark behandeln und dann wirklich einen langdauernden Effekt haben. Dann gehen wir weiter. Genau, also zu diesem Reststellenwert, diese sogenannte Monotherapie, das habe ich gesagt. Jetzt nochmal weiter, jetzt müsste eigentlich das hohe Risiko kommen. Nee, zurück. Jetzt wollte ich nochmal zum hohen Risiko kommen. Leider gibt es auch ein paar Patienten, die schon bei der Diagnosestellung im sogenannten im roten Bereich sind und zum Beispiel sehr schlecht belastbar sind, die kaum ein paar Schritte gehen können, ohne dass sie Luftnot haben, die starke Beinödeme zum Beispiel haben, die man kaum wegbekommt. Bei diesen Patienten sollte man auch eine Kombinationstherapie machen, aber da ist es tatsächlich so, dass man gleich mit so einer intravenösen Prostazyklin-Therapie anfängt. Warum ist das so? Weiter. Weil diese intravenöse Prostanoid-Therapie wirklich eine sehr effektive Therapie ist und mit das Effektivste, was wir haben. Das ist eine Therapie, die wir schon sehr lange kennen. Das war auch eine der ersten Therapien, das Epoprostenol, was es gab und was schon sehr früh gezeigt hat, dass die Patienten darunter nicht nur besser belastbar sind, sondern auch wirklich länger überleben und eine viel bessere Lebensqualität haben. Ich hatte gerade schon gesagt, das Problem sozusagen natürlich aus Sicht des Patienten ist, das ist ja eine sehr aufwendige Therapie, vor allen Dingen, wenn man die intravenös durchführen muss, da muss man so einen Schlauch halt anlegen oder sogar eine Pumpe implantieren oder mindestens mal von außen mit Hilfe von so einer Pumpe das Medikament einführen. Das liegt eben daran, dass diese Medikamente eben im Magen-Darm-Trakt zersetzt würden. Und deshalb muss man die eben außerhalb des Magen-Darm-Trakts zuführen. Die Medikamente, diese Prostanoide, haben zudem einen Vorteil, dass sie wirklich sehr gut wirken, aber den Nachteil, dass sie auch Nebenwirkungen machen. Nächste Folie. Und deshalb ist es natürlich auch immer was man abwägen muss. Auf der einen Seite die Symptome des Lungenhochdrucks, die ja die Lebensqualität stark einschränken, die Luftnot, die Müdigkeit, Druckgefühl auf der Brust, möglicherweise Ödeme, möglicherweise sogar diese Ohnmachtsanfälle. Auf der anderen Seite die Prostazyklin-Effekte, die auftreten können und die zwar nicht bei allen Patienten auftreten, aber doch bei den meisten zumindest vorübergehend auftreten, wie Kopfschmerzen, Schmerzen im Kiefer, Übelkeit, Durchfall oder Schmerzen in den Extremitäten.
da muss man wissen, wie gesagt, es gibt einen gewissen Gewöhnungseffekt. Das heißt, diese Nebenwirkungen, die muss man nicht für immer aushalten. Und man kann natürlich die Nebenwirkungen auch wiederum mit anderen Therapien versuchen zu behandeln. Aber natürlich ist das was, was man vorher wissen muss und auch gut mit dem Patienten besprechen muss, wenn man solch eine Therapie einleitet. Dann gehen wir weiter. Wie geht es jetzt weiter, wenn der Patient diese erste Therapie bekommen hat, sei es jetzt diese 2 Tabletten, was ja der häufigste Fall ist, dann wird man eben immer wieder reevaluieren, so wie Professor Leuchte uns das auch schon am Anfang gesagt hat. Und hoffentlich ist es dann so, dass der Patient es geschafft hat, mit allen Parametern oder wir es geschafft haben, mit dem Patienten mit allen Parametern in diesen grünen Bereich zu kommen. Wenn das so ist, dann sind wir sehr froh und kontrollieren das immer weiter. Wenn das nicht so ist und zum Beispiel noch ein Parameter oder einige Parameter im gelben oder sogar im roten Bereich sind, dann würde man bei diesen Patienten eben sequenziell, das heißt im Nachhinein, ein drittes Medikament dazugeben. Wieder mit dem Ziel, dass wir es schaffen, in diesen grünen Bereich zu kommen, bei dem der Patient gut belastbar ist und wenig Symptome von seiner Lungenhochdruckkrankheit hat. Dann gehen wir weiter. Genau, und das ist zum Beispiel eben eine Stelle, wo diese auch orale Therapie mit Prostanoid, ja, analoger muss man sagen, in Frage kommt, zumindest für Patienten, die so in diesem mittleren, in dem gelben Bereich sind. Das Selexipac, ich habe das hier nochmal mitgebracht, das ist dann natürlich schon ein bisschen aufwendiger als bei den anderen Therapien, die wir gesehen haben, dadurch, dass man das eben einschleichen, eindosieren muss, damit man eben nicht so starke Nebenwirkungen bekommt. Der Körper Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Und dann wird es hier immer mit jeder Stufe gesteigert und geschaut, zum einen, wie ist die Wirkung, aber zum anderen auch, wie ist die Nebenwirkung? Verträgt der Patient das? Und ja, was ich ganz wichtig finde, hier zu wissen, ist, dass die Dosis, die man da braucht, bei jedem Patienten sehr individuell ist. Das heißt, man kann das nicht so vorhersagen. Manche Patienten haben schon mit sehr wenig Medikamenten eine gute Wirkung. Die haben dann aber meistens auch früher Nebenwirkungen und andere merken gar nichts und gehen dann hoch bis zu der allerhöchsten Stufe. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier mal mitgebracht aus unserem eigenen Zentrum, weil natürlich die Patienten dann immer mal fragen, wenn sie sich jetzt im gelben Bereich befinden, muss das jetzt sein, dass man da noch ein Medikament dazu gibt? Mir geht es ja eigentlich ganz gut und auf jeden Fall nicht schlechter als vielleicht vorher. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mal von unseren Patienten ausgewertet, was ist denn, wenn man denen dieses dritte Medikament noch dazu gibt? Das sind jetzt hier die Funktionsklassen. Bei einigen Patienten war die Funktionsklasse schon in grün. Die sind dann größtenteils auch in grün geblieben. Die hatten dann möglicherweise andere von diesen Parametern, die eben nicht in grün waren. Aber die Funktionsklasse ist ja was, was man sehr einfach sozusagen sich auch vorstellen kann. Und wir hatten hier 11 Patienten zum Beispiel, die eben in gelb waren, also die Funktionsklasse 3. Das heißt, dass sie schon bei leichter Belastung Luftnot verspürt haben und davon haben es eben 7 Patienten unter dieser Therapie geschafft, dass die Symptome abgenommen haben und sie tatsächlich besser belastbar waren. Dann gehen wir weiter. Die Frage ist ja auch immer, was kann ich denn als Patient beitragen, damit ich diese Ziele, also meine Ziele, aber auch die Ziele, die ich vielleicht dann ja übernehme, dieses Ziel in den grünen Bereich zu kommen, erreiche. Ich gebe meinen Patienten immer gerne diese Checkliste mit, anhand derer sie selber so ein bisschen ihre Risiken abfragen können und sage ihnen, sie sollen sich das an den, entweder an den Kühlschrank hängen oder so. Das eine, was man immer selber überprüfen kann, ist tatsächlich das Gewicht. Also wenn das Gewicht zunimmt über mehr als 1,5 Kilo, das ist nicht gut. Dann sollte man sich eben melden, wenn die Luftnot zunimmt, wenn die Schwellungen an den Beinen zunehmen. Das nächste bitte. Wenn Schwindel auftritt oder sogar Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit ist natürlich ein großes Warnsignal, wo man auf jeden Fall dringend zur Abklärung gehen muss. Schmerzen in der Brust. Das nächste. Und dann noch die anderen bekannten Symptome, eben Herzrhythmusstörung, aber auch Müdigkeit, sehr rasche Erschöpfung,
Blutdruckschwankungen oder bläuliche Verfärbungen an den Händen und Lippen. Das sind alles so Warnsignale, wo sich der Patient selber überprüfen kann und wenn die auftreten, auf jeden Fall sich melden sollte. Habe jetzt hier zum Schluss noch mal einen Patienten mitgebracht. Machen wir weiter. Dem hatte ich diese Liste auch gegeben. Das war ein 19-jähriger Mann oder jetzt ist er 19, der hat vor 2 Jahren die erste Diagnose bekommen eines Lungenhochdrucks, eben schon relativ früh, weil es auch eine hereditäre, also eine familiäre Erkrankung ist. Er war damals gekommen mit verschiedenen Symptomen. Er war schon für einen 19-jährigen großen Mann von der Gehstrecke her auch eingeschränkt von dieser 6-Minuten-Gehstrecke. Was er aber berichtet hatte damals war, dass er nach dem Treppensteigen, also die wohnten in dem 3. Stock, dass er da fast ohnmächtig geworden wäre, dass er da Schwindel bekommt. Wir haben ihn dann eben eingestellt auf eine Therapie eben mit diesen 2 Medikamenten, Tadalafil und Marzipentan. Und darauf hat er sehr gut angesprochen, hat sich sehr deutlich verbessert, konnte dann wieder 600 Meter oder sogar noch mehr laufen, aber mehr als 600 Meter, da muss man ja dann schon rennen. Er hatte die Funktionsklasse 1 und die anderen Parameter, die wir erhoben haben, waren auch sehr gut. Er hat sich dann vor 2 Wochen bei mir gemeldet, telefonisch, und gesagt, dass er seit einem Tag oder 2 Tagen maximal Schwindel wieder hatte unter Belastung. Und zwar beim Treppe hochgehen, so wie das ganz am Anfang war. Und er war also wirklich durchaus sehr beunruhigt und ich habe ihm das natürlich auch sehr ernst genommen und gleich einen Termin für den nächsten Tag in der Ambulanz vereinbart. Und wir haben dann natürlich unsere Untersuchungen durchgeführt und ich habe mit ihm in Ruhe gesprochen. Es war so, dass er tatsächlich in der Abschlussprüfungsphase mit Klausuren war. Und es stellte sich heraus, dass tatsächlich, woran er selber gar nicht gedacht hatte, dass er tatsächlich 2 Tage hintereinander seine Tabletten vergessen hatte. Und das tatsächlich die Ursache war, warum es ihm plötzlich wieder so schlecht ging. Das war ihm selber erst gar nicht aufgefallen und ist ihm dann erst im Gespräch mit mir aufgegangen, dass das tatsächlich der Grund war. Wir haben sonst auch nichts feststellen können, haben dann vereinbart, dass er seine Tabletten natürlich wieder regelmäßig nimmt und sich dann die Woche später nochmal meldet und es waren dann auch alle Symptome wieder weg. Genau, das ist nur nochmal was zur Erinnerung. Ich will da überhaupt nicht irgendwie den Patienten anprangern, der ist total compliant und der hat einfach in einer Stresssituation das vergessen. Aber natürlich ist es so, dass sozusagen, wenn man die Medikamente nicht nimmt, die Symptome dann auch ganz schnell tatsächlich wieder da sind. Nächste Folie. Deshalb aus meiner Sicht, was kann ich als Patient tun, um Therapieziele zu erreichen? Also Therapieadhärenz ist ganz wichtig, wenn es Probleme gibt, dass Nebenwirkungen da sind, ist das natürlich ganz wichtig, das immer uns Ärzten mitzuteilen, dass wir wissen, woher die Probleme kommen. Körperliches Training ist sehr wichtig, eine Rehabilitation, eine stationäre Rehabilitation hat man in der Regel Anspruch alle 3 Jahre. Auf Antrag auch alle 2 Jahre. Die Gewichtsregulation und der Wasserhaushalt, das sind ganz wichtige Faktoren. Und bitte, bitte, wenn Warnzeichen auftreten, melden Sie sich bei Ihrem Arzt, denn nur dann können wir gemeinsam die Therapie verbessern. Damit bin ich am Ende und auch offen für Fragen. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, es tut mir leid, liegt wahrscheinlich daran, dass ich technische Probleme hatte. Ich möchte, bevor wir hier in die Diskussion gehen, hier nochmal den beiden Vortragenden ganz herzlich danken. Ich glaube, es war sehr ausführlich und auch gut verständlich. Ich hoffe, die Patienten oder unsere Mitglieder sehen das ähnlich. Und ich fand das auch als Ergänzung zu unseren bisherigen Webinaren hier eine ganz wichtige Darstellung. Wie muss ich mich verhalten? Ja, jetzt kommen wir einfach zu den Fragen. Wie wollen wir das machen? Ich kann die vorlesen und irgendjemand von Ihnen nimmt dann dazu Stellung. Welche Abstände sind empfohlen bei Pneumokokkenimpfungen?
Ja, bei der Pneumokokkenimpfung, das kommt drauf an, da gibt es ja verschiedene Impfstoffe. Genau, bei dem einen Impfstoff ist es so, der hat, ja, das müssen Sie am besten dann natürlich mit dem impfenden Arzt besprechen. In der Regel empfohlen wird schon für Patienten mit Lungenkrankheiten der Impfstoff, der mehr Stämme abdeckt von den Pneumokokken und den muss man dann nach 5 bis 6 Jahren wiederholen. Es gibt auch die Möglichkeit, den anderen Impfstoff zu verwenden, der ein bisschen weniger Stämme abdeckt, aber dafür, sage ich mal, einen intensiveren und lang andauernderen Schutz bietet, der nicht wiederholt werden muss. Gut. Wie sind die Zukunftsaussichten? Neue Studien, wie zum Beispiel Sotatercept. Oh ja, das ist ja schon eine ziemlich weitgehende Frage. Also vielleicht, ja, das Sotatercept, ich glaube, das ist im Moment in aller Munde. Ich werde auch von allen Patienten darauf angesprochen. Genau, ich glaube, das ist ein Medikament, was sehr aussichtsreich ist, was jetzt im Moment aber noch eben in Studien, zwar in fortgeschrittenen Studien ist, weil es in den frühen, also den, wie wir sagen, Phase-2-Studien sehr gute Ergebnisse gezeigt hat und weil es eben sehr weit oben in der Krankheitsentstehung von dem Lungenhochdruck ansetzt. Und deshalb machen sozusagen wir uns große Hoffnungen, dass das eine sehr gute Therapie sein kann, die man zusätzlich zu den anderen einsetzen kann. Ja, wann das zugelassen wird, das hat mich tatsächlich heute ein Patient auch gefragt. Genau, ich kann es nicht genau sagen, die Phase-3-Studien laufen und ich würde aber mal damit rechnen, dass es sicher noch 2 Jahre dauert, bis es zugelassen wird, weil die Studien laufen, dann müssen die abgeschlossen ausgewertet werden und dann müssen die Behörden sich das anschauen, hoffentlich, wenn das positiv ist. Genau, im Moment gibt es ein paar Zentren in Deutschland, die an diesen Studien teilnehmen. Also wer da wirklich Interesse hat, wir haben es leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, Hanno, du bietest, ihr habt es, die Phase 3. Genau. Also wir nehmen da auch dran teil. Und ich meine, vielleicht für diejenigen, die da nicht so drin sind in diesem Thema und diese ganzen Substanzen, vielleicht auch nichts sagen. Was schon spannend ist, ist, dass die Therapien, die bis jetzt vorgestellt wurden, waren ja im Wesentlichen, wir nennen die vasoaktive Substanzen gewesen. Das heißt, wir versuchen durch ein Medikament die Pulmonalarterien, die Lungenadern sozusagen zu weiten und dann den Widerstand zu senken und die Herzleistung zu erhöhen. Was diese neuen Medikamente versuchen, ist tatsächlich, dass sie diesen Umbauprozess in den Lungenarterien, in den Lungenadern verändern und sozusagen möglicherweise es tatsächlich erreichen können, dass sowas wie eine Reversibilität entsteht und dass diese Umbauprozesse nicht nur aufgehalten, sondern tatsächlich wieder verbessert werden können. Und das ist sicherlich eine ganz große Hoffnung, die wir da gemeinsam haben. Und die anderen Möglichkeiten, die jetzt auch angesprochen sind, ist zum Beispiel über dieses inhalative Treprostinil. Treprostinil ist eine zugelassene Substanz und da geht es um einen alternativen Verabreichungsweg sozusagen direkt in die Lunge und nicht über den Umweg der subkutanen oder implantierbaren Pumpe, sondern eben über eine Inhalation direkt in die Lunge, sag ich mal, vor Ort, wo auch der Lungenhochdruck entsteht. Das sind die Neuerungen, die es momentan gibt und die am Horizont sind. Und ja, da gibt es Haben wir in ganz diesem spannende Zukunft. Studien. Da gibt es auch sicherlich in unterschiedlichen Zentren unterschiedliche Möglichkeiten, an Studien teilzunehmen. Es lohnt sich immer. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Punkt, dass man in seinem Zentrum fragt, habt ihr denn eine Studie für mich? Also das kann man ruhig machen, denn das ist das, was die Studienzentren und die PH-Zentren auch tatsächlich vorhalten. Das heißt, der Weg geht immer über die Zentren. Wenn ich daran teilnehmen will, dann frage ich mein Zentrum und sage, ich möchte gern teilnehmen, kannst du mich dazu nehmen? Ja, so läuft das ab. So, ja.
Dann hat jemand, ich habe noch keine pulmonale Hypertonie, sondern eine arterielle Hypertonie mit einer Koronarsklerose. Es wird medikamentös behandelt. Zusätzlich habe ich eine höhergradige Schlafapnoe, wird mit Atemgerät behandelt. Zusätzlich habe ich noch rheumatoide Arthritis. Gibt es dazu? Ja, das... Entschuldige, sag du ruhig, Katrin, entschuldige. Ja, genau, also das ist so ein bisschen das, was ich versucht habe anzusprechen. Das ist dann möglicherweise jemand, der eben viele verschiedene Krankheiten hat, wo man dann halt ganz genau schauen muss. Wenn jetzt noch kein Lungenhochdruck vorliegt, dann ist es ja gut, weil dann braucht man auch keinen Lungenhochdruck behandeln. Wenn jemand eben viele verschiedene Krankheiten hat, die da reinspielen, dann musste man das immer sehr genau prüfen und möglicherweise, wenn Lungenhochdruck vorliegt, wird dann tatsächlich erstmal nur mit einem Medikament behandelt, weil man eben schauen muss, wie sich das auf die verschiedenen Krankheiten tatsächlich auswirkt. Ja. Gibt es Altersgrenzen für eine Lungentransplantation? Soweit ich weiß, ja. Ne? Ja, wobei also es gibt eine Richtgrenze, sage ich jetzt mal, die Richtgrenze ist 65 Jahre, wobei es die nicht absolut zu sehen ist. Das heißt, es hängt immer davon ab, in welchem Zustand sich der Patient befindet. Also wir reden da davon, dass das biologische Alter entscheidend ist. Es ist jetzt tatsächlich heute, aber wahrscheinlich darf ich es nicht zu viel Werbung machen, aber heute haben wir tatsächlich gerade einen 70-Jährigen transplantiert, der aber wirklich sozusagen außer der Lungenkrankheit sonst keine Krankheiten hat und super fit war. Und wo man einfach sagen musste, okay, der hat einfach eine gute Chance, das zu überstehen. Es gibt natürlich andere 70-Jährige, die haben eben so eine ganze Seite an Krankheiten. Dann muss man sagen, kommt das wahrscheinlich nicht in Frage. Also die Richtgröße ist 65, aber die ist nicht absolut. Und es gibt eben auch manchmal Patienten, die jünger sind als 65 und die trotzdem nicht in Frage kommen, weil sie eben so viele andere Krankheiten haben. Sie haben in Ihrem Vortrag noch zwei Dinge behandelt, und zwar Ernährungsberatung und psychotherapeutische Betreuung. Das sind beide so Themen, die wir als PH-Verein uns auch auf die Fahne geschrieben haben. Da tun wir uns ein bisschen schwer. Ernährungsberatung, wer kann da wo und wie Hilfestellung geben und wie sieht es aus mit der psychotherapeutischen Betreuung? Ja, ich weiß, das sind tatsächlich Sachen, die ganz schwer zu kriegen sind, wo es einfach, glaube ich, in der Breite zu wenig gibt. Wir haben natürlich sozusagen für stationäre Patienten da immer die Möglichkeit, eine Versorgung anzubieten. Im ambulanten Bereich weiß ich auch, dass es leider relativ schwierig ist. Was wir immer versuchen, ist sozusagen den Einstieg zu bekommen mit den Patienten über eine stationäre Rehabilitation, wo man einfach nochmal Zeit hat, diese Sachen zu adressieren. Und dann sozusagen für den Patienten heimatnah eine Versorgungsmöglichkeit zu suchen. Gibt es da Literatur, die man den Patienten empfehlen kann? Oder wie kann das gehen? Oder gibt es Beratungszentren? Es gibt ja mit Sicherheit Ernährungsberater. Ne? Genau, Ernährungsberatung gibt es. Gibt es zum Beispiel auch bei uns in der Klinik sozusagen. Ich weiß es nicht, Hanno, weißt du... Ich weiß tatsächlich keine sozusagen Adressenliste, das muss ich zugeben. Mit den. Aber das ist natürlich ein offener Punkt, das muss man schon zugeben. Betrifft auch nicht nur die Lungenhochdruckpatienten, sondern haben wir eben tatsächlich ein bisschen eine Versorgungslücke auch bei anderen Lungenkrankheiten, ja. Die Frage ist ja tatsächlich auch, was man über so eine Ernährungsberatung erreichen möchte und was eigentlich der Kern ist, was will ich über eine Ernährungsberatung? Ist es so, dass man sagt, es gibt verschiedene Nährstoffe, die ich esse und danach geht es mir schlechter, ich bekomme schlechter Luft? Dann muss es nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass es bestimmte Substanzen sind, sondern kann es auch an den Portionen liegen. Das heißt, manchmal ist es relativ einfach, eine Ernährungsberatung zu machen, auch im normalen Ambulanzbesuch. Also da muss man darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Symptome, die auftreten, wenn irgendetwas gegessen wird. Das ist das eine. Und das andere, sage ich mal, die allgemeinen Ernährungsratschläge, das ist natürlich schon auch etwas, wenn man die erstmal einhält, dann ist schon relativ viel gewonnen. Ich weiß nicht, in welchem Sinne man dann wirklich dann
Sicherlich gibt es da Einzelfälle, aber wirklich spezielle Ernährungsberatung braucht und ob das Ziel ist, sozusagen direkt auf die Lungenadern zu wirken oder ob es um andere Punkte geht, weil letztendlich sind es ja so Allgemeinmaßnahmen, Ernährungsberatung, wie kann ich mich körperlich trainieren, wie viel sollte ich wann essen und so weiter. Das ist ja eher so eingebettet in so ein Gesamtkonzept. Und zur psychotherapeutischen oder zur, sag ich mal, psychologischen Unterstützung. Ja, also man muss schon genau dann auch unterscheiden, was ist denn eigentlich was. Da ist, glaube ich, der Ratschlag, dass man sagt, es geht im Wesentlichen darum, dass man sagt, ich brauche Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung. Und weil das sozusagen, das, was dann die Depressionen auslöst, was Ängste auslöst, das ist tatsächlich die Krankheitsverarbeitung, dass man es doch mit so einem diffusen, unbekannten Gegner zu tun hat, der dann auch mitten im Körper ist und man damit ganz schlecht sich auseinandersetzt. Das ist was Ähnliches, was Patienten durchmachen, wenn sie die Diagnose Krebs bekommen oder wenn sie einen Herzinfarkt hatten. Richtig. Und das kann man dann schon begleiten. Und dann geht es aber im Wesentlichen um die Krankheitsverarbeitung. Ja gut, das Problem ist einfach das Ganze, der Verein will das flächendeckend anbieten, weil bis Sie heute hier einen Termin bei einem Psychiater bekommen, das ist relativ schwierig, nicht? In den Zentren gibt es wohl diese somatischen Abteilungen, aber das ist ja nicht zumutbar, dass ein Patient dann für so eine Beratung dann immerhin 200, 300 Kilometer fahren muss, nicht? Also insofern wäre das eine Zielsetzung, aber da sind wir noch nicht weiter. Ja, also was man vielleicht so als Hilfestellung geben kann, ist, dass man sozusagen über solche Herzbegleitung oder Krebsverarbeitungsprogramme oder sowas tatsächlich kommt. Weil das Stichwort ist Krankheitsverarbeitung. Und das gibt es sowohl für Herzgruppen als auch für Krebsgruppen. Bei denen wird es dann schon auch mit, sage ich mal, angeboten. Das ist das Schlagwort, was es dort gibt. Aber ja, aufgrund vielleicht der Häufigkeit von Herzerkrankungen, sage ich mal, Herzinfarkt und so weiter, ist es einfach verbreiteter. Und da tun wir uns wie immer mit so einer besonderen Erkrankung ein bisschen schwer, da mit der Masse mitzuhalten. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Kann eine Schlafapnoe und Lungenhochdruck sich gegenseitig beeinflussen? Ist Schlafapnoe eventuell bedingt durch Herzschwäche? Ja, natürlich. Also das sind zwei Krankheiten, die sich ganz stark gegenseitig beeinflussen und im Wechselspiel stehen können. Das ist jetzt schon sozusagen pathophysiologisch auch ein bisschen komplex. Es kann so sein, dass eine Schlafapnoe durch eine Herzschwäche bedingt ist. Es kann aber auch andersrum sein, dass man durch eine obstruktive Schlafapnoe überhaupt erst einen Lungenhochdruck bekommt, der dann aber glücklicherweise, wenn man die Schlafapnoe behandelt, weggeht. Ja, genau, das gibt es also beides. Ja. Ja, wir haben keine Fragen mehr. Dann nochmal herzlichen Dank an Sie beide. Gute Zeit, nicht? Bis zur nächsten Veranstaltung. Ja. Herzlichen Dank. Viele Grüße an alle. Danke. Tschüss, viele Grüße. Tschüss.